So Leute, weiter geht die wilde Fahrt. Wir klemmen immer noch bei Dr. Nitrus Brio. Ja, ich persönlich bin ja überhaupt nicht schlauer. Ich habe so irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass es muss einfach was mit dem Kopf zu tun haben oder was weiß ich. Weil, ja, wir beim ersten Endgegner, wisst ihr noch, diesen Papu Papu oder wie der hieß? Da haben wir auch. Hätten wir auch eigentlich nur auf den Kopf springen müssen. Ach, jetzt sind schon die drei. Okay. So, jetzt. Es muss irgendwas damit zu tun haben. Es passiert nichts. Ich kann ihn doch nicht mehr als auf den Kopf springen, Leute. Willst du mich verarschen? Jetzt geht's die. Ich jump dem Wichser die ganze Zeit auf den Nischel und jetzt auf einmal nimmt er die Pisse an oder was? Ihr musstet in dem letzten Let's Play euch fast 20 Minuten diese Scheiße von mir hier angucken, weil ich es die ganze Zeit versucht habe und jetzt auf einmal geht's. Ich hab so einen Hals. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind doch davor auch immer auf den Kopf gesprungen. Ey, da platzt mir der Arsch. Echt, jetzt bin ich stinkig. Wirklich, weil ich bin davor auch auf den Kopf gesprungen. Jetzt sind wir im Labor. Freude, Hype. Es darf nicht wahr sein. Oh. Nee. Aha. Gut, Leute, versuch mal. Oh, das war Glück. Versuch mal das jetzt zu vergessen. Wir versuchen jetzt hier irgendwie dieses Labor. Auf jeden Fall ist alles irgendwie mit Schaltern. Aber seht ihr, das mit meinen Plattformen, das ist immer so knapp. Au, Backe. Was dieses Spiel mit mir und meinem Leben anstellt, das geht auf keine Kuhhaut. Also man muss hier echt sich vorher das angucken. Hier ist halt nur das. Gut, okay. Hier ist einmal Plattform und einmal das. Wir müssen, glaube ich, schnell machen. Gut, okay. Hier ist jetzt das und das. Wir warten kurz. Das war richtig Glück. Wenn die kommen, machen wir das. Ey, wisst ihr, was richtig geil gewesen wäre, wenn so dort jetzt so eine beschissene TNT-Kiste. Das ist so von den Level-Entwicklern, finde ich persönlich, so eine richtige kleine Assi-Piss-Aktion. Und da will auch keiner mehr was mit euch zu tun haben, Leute. Ich hab doch schon wieder nie aufgepasst.
Jetzt müssen wir bestimmt übelst schnell machen, ne? Wofür gibt es ein Leben? Oh Gott, vielleicht gibt es jetzt noch mehr Leben. Für den Heiland. Hä? Warum waren... Da oben war ohne Kiste zum noch höher springen. 5. 5. 5. Ein Leben. Wow. Ein Leben. Was passiert denn jetzt, ey? Oh Gott, ich... Jetzt passiert schlimme Dinge. Ich muss den verdammten Mal, was soll ich machen? Ich renn einfach weg vor dem. Ist mir alles ein bisschen zu hoch hier. Jetzt sehe ich den nicht mehr. Wieso keiner? Ach, den kannst du nicht tot machen. Den kannst du einfach nicht tot machen, oder was? Ich hasse mein Leben. Das wird nicht. Jetzt kommt Game Over, ne? Ist es soweit? Game Over. Piss, Schweineschwanz, ruhig. Nee. Nee. Dieses Drehen? Ich versuch's nicht. Ach, das war schon wieder Kacke. Ich weiß nicht, ob hab ich nie richtig aufgepasst oder kann es sein, dass in diesem Level nicht ein Papa Shango jetzt mal am Start war für uns? Die gehen auch nicht tot. Also entweder bin ich zu blöd und treffe die wirklich das Ganze, die ganze Zeit nicht. Ja, wir wissen's. Okay, ja, das eine lebt wenigstens. Das werden wir versuchen, uns nochmal zu holen, Leute. Was ist jetzt hier wirklich die große Frage, ne? Aber ich habe da jetzt okay Nerv für. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Leben. Ein Leben ist besser wie kein Leben. So. Mach's Brett auf. Bei dem müssen wir. Checkpoint! Ah. Was? Okay. Nein, verdammt nochmal! Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, warum hier jetzt diese ganzen
Mechanismus, Kacke, Pisse, wofür die eigentlich da sind. Wofür ist zum Beispiel der, Leute? Der? Ich hab das Leben liegen lassen. Nee, komm. Wir müssen bestimmt beten. Das ist wieder nicht geworden. Jetzt kommt hier noch so ein Vieh. Was auch nicht tot geht, ne? Willst du mich rollen? Jetzt muss ich die Pisse hier nochmal machen, ey. Das Leben schon wieder liegen lassen. Jetzt muss ich, da war kein Checkpoint, ne? Also das Level will's echt mal wieder. Jetzt ist kurz raus, jetzt ist hier Bababa. Mann, oh Mann. Ich könnte gerade so richtig in die Pulle furzen. Oh, jetzt haben die aufgepasst, Mann! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich nie hingeguckt. Es kann nicht wahr sein. Ab welchem Alter ist das Spiel? Ha! Jetzt kommt hier gleich wieder dieses Pissvieh. Ja, wenigstens. Gibt's durch. Es ist wie vorhin passiert! Ich hab schon. Alter, du musst auf so viele Reize hier, Einflüsse, Acht geben! Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt hier Game Over sind, da war doch davor auch einiges. Ich hab wieder nicht aufgepasst. Hä, warum lebe ich noch? Ich hab doch keinen Papa Shango. Das Vieh kommt ja jetzt nicht nochmal, ne? Hier muss doch irgendwo. So ein Papa Shango in der Ecke sein. Nee. Zack, zack, zack. Plattform weg. Zack. Plattform weg.
Weißt du, wenn man wieder bis zu der Stelle kommt, kann man sich ja eigentlich schon freuen. Aber. Ach, wieder nie aufgepasst. Wir versuchen es mal kurz wieder mit der Ruhigschiene. Gehen einfach mal ein bisschen ruhiger an die Sache rein. Ja. Wieder nie aufgepasst. Weil dann so dein Frust da ist. Diese grünen Viecher sind echt das Letzte. Ja, das ist für die Tür, aber... Schnell das eine Leben holen, ich hole auch nicht die ganze Pisse hier wieder. Na? Du kriegst hier echt ein beschissenes Leben. Aua. Ein Leben. Und diese Stelle am Ende dort, wo wir jetzt immer so abgekegelt sind. Und er regt mich auch jetzt schon wieder auf. Ich, Mann! Hä, aber warum tut er jetzt schon wieder anders, wie er es vorhin gemacht hat? Aber wir haben mal wieder Leute. Nein, warum, Mann? Ich hasse dich. Ja, könnte ja wenigstens, wenn man hier mal neu startet. Ja, und jetzt geht's wieder los, Leute. Platzt mir der Arsch! Wir könnten eigentlich auch mal über Aufkleber reden. Weiß nicht, besser wie diese Pisse hier.
Jetzt darf ich die Pisse noch mal von vorne machen. Nee, Leute. Komm. Wenigstens das eine Leben. Wenigstens das eine Leben. Gib her. Oh Gott, ich merke meinen Pulsschlag im Kopf. Auf jeden Fall richtig schön, dass wir uns das eine Leben geholt haben. Ich habe nicht gesehen, weil diese Crash-Bimmel direkt im Weg war. Also im Bild. Mensch, ihr wisst schon. Jetzt kommt er wieder. Kommt er doch jetzt wieder? Gut, wenigstens. Und hier muss es schnell gehen. Ach nee, das war das noch nicht. Mann! Wisst ihr, es ist auch nicht so einfach. Wenn man hier so ein Let's Play macht, man will sich ja eigentlich Uni komplett zur Bimmel machen. Ah, der kommt ja nochmal, ne? Speedrun! So, jetzt aber. Also nicht mit springen, sondern man muss drauf laufen und das so machen. Ah, das muss ihnen ja auch mal einer sagen. Und am Ende bist du eh schon fickrig. Wir starten jetzt schon mit direkt Papa Shango. Da werden sie jetzt auch wieder einen Checkpoint vorverlegen, bestimmt. Aber weh? Hier kam jetzt, man kann sich ja auch nicht alles merken. Man kann sich nicht alles merken. Verdammt nochmal. Mann, und das war jetzt so, wo der Speedrun hätte sein. Wenn. Also wirklich, wenn das Spiel mich fickt, dann raste ich aus. Weil das war gerade eine richtig miese Nummer. Ihr habt's gesehen. Dann wären wir auch keine Freunde hier.
Und wieso kriegt man jetzt eigentlich keinen Papa Django? Das Leben. Gib mir das Leben. Hau ab. Es ist hier oben. Stresslevel ist hier. Bald. Kam jetzt der Speedrun? Nee. Der kam. Hier noch nicht. Hä? Ich hab gedacht, da kam das jetzt, aber nein. Ich hab gedacht, das ist jetzt hier. Leute, das war jetzt hier. Genau hier. Speedrun! Und jetzt hier einfach nur draufspringen, Christian? Ja, war wieder eine Ausgabe, ne? Habt da mal wieder Noobie spielen sehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Let's Play, Leute. Macht's gut, ciao.